Hallo, willkommen bei Elektrip. Heute geht es um die TAG-Quote. Die Abkürzung steht für Treibhausgasminderungsquote. Ja, ziemliches Wort, ungetüm, hört sich sehr bürokratisch an, ist aber extrem spannend und lohnend für E-Autofahrer. Ja, die Barprämie der TAG-Quote ist für jeden E-Autohalter spannend, weil sie jährlich ausgezahlt wird und das bis zum Jahr 2030. Und der Aufwand, sie zu beantragen, ist nicht allzu groß. Man muss beispielsweise hier bei E.ON einfach ein Online-Formular ausfüllen, seinen Fahrzeugschein hochladen, dann wird das Fahrzeug beim Umweltbundesamt zertifiziert, die Quote wird zertifiziert, E.ON kann dann gebündelt mit anderen Autofahrern das auf dem Markt verkaufen und nach ein paar Wochen wird dann einfach diese Barprämie überwiesen. Das System ist für reine E-Autos konzipiert und ausgedacht, also komplett emissionsfrei fahrende Fahrzeuge. Plug-in-Hybride werden dabei nicht berücksichtigt. Und kleiner, aber wichtiger Punkt, man muss Halter des E-Autos sein. Und das ist in Leasingverträgen oft nicht der Fall, das ist oft die Leasinggesellschaft. Und da wäre mein Tipp dann, aber bevor man das abschließt, auf alle Fälle bei der Leasinggesellschaft nachfragen, ob die TAG-Quote in die monatliche Rate reingerechnet ist, weil diese Prämie sollte ja theoretisch die monatliche Summe etwas reduzieren, die man da zu zahlen hat. Ja, und Dirk, sag mal, wer hat sich denn dieses ganze System ausgedacht? Das geht auf das große Ganze in Europa zurück. Man hat sich bei der EU überlegt, wie kann man den CO2-Ausstoß oder generell die klimaschädlichen Abgase im Straßenverkehr reduzieren. Das ist gemündet in der erneuerbaren Energierichtlinie RED II. Und diese TAG-Quote oder der TAG-Quotenhandel ist Teil dieser Richtlinie. Und seit 2022 können auch erstmals die privaten Halter von E-Autos daran teilnehmen. Okay, und wie funktioniert das System dann genauer? Also die TAG-Quote besagt, ein Anteil, den Mineralölkonzerne einsparen müssen an klimaschädlichen Abgasen, die ihre Kraftstoffe verursachen. Und da wird immer nur über Kohlendioxid geredet, aber es sind natürlich auch andere Stoffe und man sagt dann CO2-Äquivalente. Also wird alles umgerechnet in CO2-Ausstoß und man redet auch nur über CO2-Ausstoß. So, und in diesem Jahr sind es 8%. Das heißt, die Mineralölkonzerne müssen zusehen, dass sie so viel 8% weniger CO2 emittierenden Kraftstoff verkaufen. Das ist natürlich eine große Aufgabe. Ja, und wie machen die Mineralölkonzerne das? Ja, man könnte jetzt ja sagen, die verkaufen einfach weniger, aber das wollen sie ja nicht, weil ihnen dann Geschäft flöten geht. Nein, sie können beispielsweise Biodiesel oder Bioethanol im Benzin, also das berühmte E5, E10 verkaufen, weil diese Kraftstoffe weniger CO2 emittieren beim Verbrennen. Sie könnten aber auch eine Ladesäule aufstellen und Ladestrom verkaufen. Auch das würde angerechnet. So, und jetzt kommt dieser Quotenhandel ins Spiel. Das, was sie an Quote nicht selber schaffen, aber reduzieren müssen, kaufen sie sich einfach auf dem Markt an TAG-Quote ein. Ja, okay. Aber ich will ja jetzt als einzelner Kunde nicht mit dem Mineralölkonzern verhandeln. Wie funktioniert das denn dann? Genau, da haben sich Vermittler etabliert. Also niemand von uns möchte, glaube ich, mit einem Mineralölkonzern über sein einzelnes E-Auto verhandeln. Das wäre ein chaotisches Durcheinander. Diese Vermittlungsplattformen machen es so, wie unter anderem E.ON. Die übernehmen die Daten des Fahrzeuges, melden das Fahrzeug beim Umweltbundesamt an, lassen es zertifizieren dafür für den Quotenhandel, bündeln die Quoten von vielen Autofahrern, also dass sie große Einsparmengen zusammen haben. Und dann gehen sie zu dem Mineralölkonzern und sagen, okay, wie viel brauchst du, was möchtest du kaufen? Also damit hat man selber als Privathalter nichts zu tun. Okay, das klingt schon mal sehr gut. Und kannst du mir so ein bisschen dazu sagen, wie hoch die Quote ungefähr ist? Also mit was für Beträgen kann ich da rechnen? Ja, das ändert sich leider jedes Jahr. Es gibt nicht den einen Betrag und es gibt auch nicht den einen Betrag bei allen Anbietern. Also wenn man sich die Vermittlungsplattform anguckt, sind da unterschiedliche Preise, unterschiedliche Ausschüttungsquoten, was von der Quote ausgeschüttet wird, was als Vermittlungsprovision behalten wird. 2023, wie gesagt, bei E.ON gibt es 200 Euro. Da schwankt, das kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Und das liegt so ein bisschen am Strommix. Also in Phasen, wo mehr fossile Energieträger für die Energieproduktion verwendet werden, also Gas und Kohle, wie das in der jüngsten Vergangenheit der Fall war,
ist der Strommix natürlich ein bisschen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dreckiger. Also hat einen höheren CO2-Anteil. Und wenn man dann mit diesem Strom E-Auto fährt, ist die Einsparung, Abgaseinsparung nicht ganz so hoch. Von daher ist in diesem Jahr die Quote im Vergleich zu 2022 etwas gesunken. Meine Theorie ist aber, die Quote wird wieder steigen, weil das System ja so angesetzt ist, dass die Mineralölkonzerne jedes Jahr mehr einsparen müssen. Stufenweise bis 2030 25%, also ein Viertel. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Von daher gehe ich davon aus, dass die Preise in den kommenden Jahren dann wieder ansteigen und man einfach ohne großes Tun diese Barprämie kassieren kann. Man kann sich einmal für einen Anbieter entscheiden und für die gesamte Laufzeit da bleiben oder nur für ein Jahr und jedes Jahr gucken, wo hole ich das meiste für mich raus. Ja, das war mein kleiner Überblick zur TAG-Quote. Es mag sich kompliziert anhören, Treibhausgasminderungsquote, aber es lohnt sich für E-Autofahrer, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Guckt euch das Angebot oder die Seite bei E.ON einfach mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen hoch für dieses Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.